Als Lieferant von Investitionsgütern hat uns die Krise hart getroffen. Und wir haben lange diskutiert, ob wir aus Kostengründen auf die Messe verzichten sollen. Wir haben dann aber letztendlich entschieden, dass es doch sehr wichtig ist, dass wir eben Präsenz markieren und auch zeigen, dass es uns gibt, auch weiterhin. Wir haben gewisse Erwartungen an diese Messe. Wir verfolgen da zwei Ziele eigentlich. Zum einen ist, unsere Kundschaft zeigen, dass wir Lieferant von einer ganz breiten Produktepalette sind. Wir haben einen Haufen Kunden, die eine Produktlinie bei uns kaufen. Und wir wollen eigentlich die darauf einstimmen, dass sie auch andere Produkte haben bei uns beziehen. Das ist so ein bekannt machen. Und als zweites wollen wir Kontakt zu der Westschweiz, zu der Swiss Roma auch verbessern. Das ist ganz wichtig für uns. Wir sitzen in der Ostschweiz und haben in der Westschweiz ein bisschen Nachholbedarf, auch in Sachen Kundenbearbeitung. Von mir aus gesehen sind wir am Dienstag ein bisschen verhalten gestartet, haben aber gestern einen sehr guten Tag erleben. Wir haben auch einige Besucher aus der Westschweiz gehabt. Wir haben neue Kunden auf dem Stand gehabt. Wir haben sehr gute Gespräche auch mit bestehenden Kunden gehabt. Also bis jetzt, heute Morgen, kann ich sagen, ist das Fazit zufriedenstellend. Ja. Für uns ganz wichtig ist die neue Robotersteuerung, die wir jetzt auf breitem Markt einführen im laufenden Jahr und wo dem Kunden doch mehr auch Nutzen bringt, indem sie ohne Programmierkenntnisse bedienbar ist und sich Programme einrichten lassen. Wir sind Lieferant von Linear-Handling-Geräten. Wir sagen einer der führenden Lieferanten in der Schweiz und wir zeigen immer wieder Innovationen, sowohl in Bezug auf die Gerätemechanik wie auch in Bezug auf die Steuerung. Das Linearhandling wird eingesetzt, um Spritzgussteile aus den Maschinen zu entnehmen. Hat auch Möglichkeiten, die nach dem Entnahmeprozess weiter zu bearbeiten, wie Angüsse abschneiden, Verpackungsoperationen vorzunehmen. Und noch vielfältige Möglichkeiten mehr. Wir haben einen wesentlich leistungsfähigeren Rechner dahinter, der uns eine sehr genaue Bahnsteuerung erlaubt. Aber das Wichtigste ist die Bedienung, dass wir da die Möglichkeit haben, die wichtigen Operationen, die ein Bediener muss können, mit Klartext zu beschreiben, also zum Beispiel verändern der Entnahmeposition. Und dann kann er dann ganz einfach einen Automatikprozess mit grafischen Hilfselementen die Anpassungen vornehmen, ohne dass er irgendeine Programmiersprache lernen muss.